Hey Kines, was geht denn bei euch ab, hä? Ich darf eigentlich gar nicht. Ich darf gar nicht da sein jetzt. Aber ich hab gedacht, ich mach noch ein. Bist du wieder am Computer, Mann? Leute! Endlich ist gleich überkommen. Scheiße. Ich muss weg. Fuck. Der Guschel war durch, ich weiß es. Ich hab nämlich gehört und hier riecht's nach ihm. Es riecht immer so komisch nach Ente. Naja, aber gut, dass er schon mal alles angemacht hat. Die wichtige Sache, das Wichtige praktisch. Also pass auf, es kreischen ja alle nach Community-Abend. Und ja, es wird einer kommen. Lass mich kurz das Datum nachgucken, warte mal. Ich wurde vergessen, Dienstag. Nächste Woche Dienstag, das ist der 9.2.2016. Da geht's ab. Wir werden CSGO spielen und wir werden Garry's Mod spielen. Vor allem werden wir Garry's Mod spielen, wenn wir zu viele sind. Oder irgendwelche Browser-Spiele oder sowas. Und wisst ihr, was das Beste ist? Der Teamspeak-Server, ihr habt sicherlich mitbekommen, unser Community-Teamspeak-Server war die letzten paar Tage öfter mal voll. Hat einfach die 25 erreicht. Es musste ja irgendwie mal so kommen, dass der Server einfach halt voll ist. Jetzt muss ich da vielleicht aufstocken. Und dann dachte ich mir so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich, passt auf. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich schreibe mal den Support von meinem Anbieter an. Das sind die Four-Players, weißt du? Die Four-Net-Players. So hießen sie früher, aber ich glaube jetzt nur noch Four-Players.de. Aber egal. Und ich habe geschrieben, hey Leute, irgendwie ist mein Teamspeak voll. Und was soll ich denn jetzt machen? Gibt es da vielleicht bei euch so eine YouTube-Geschichte, weißt du? Weil ich habe ja immerhin jetzt schon ein paar Aufrufe und Abonnenten und Interaktionen. Und ich kann ja vielleicht mal ein Video über euch machen und verlinken und hin und her und ins Banner eintragen und so, weißt du? Ich habe diese E-Mail abgesendet und nach ungefähr 15 oder 20 Minuten kommt die Antwort, läuft, deine Slots wurden um 50 erweitert, wir haben jetzt 75 Slots auf dem Teamspeak-Server, 50 Slots dazu geschenkt bekommen, also ich war völlig baff. Vielen Dank an euch, gell, 4Players. Der Link ist in der Beschreibung natürlich, klar. Der Link ist jetzt in jeder Beschreibung. Einfach, dass ihr wisst, da kommt der Teamspeak-Server her. In jeder Beschreibung ist jetzt auch der Link zum Teamspeak und das Passwort. Kommt einfach rein. Falls es wieder voll wird, wurde mir auch gesagt, dass die Slots weiter angehoben werden können. Also, ich weiß es nicht, das ist doch geil, oder? Freut euch auf den Community-Abend. Jeder kann mitmachen, der will. Auch wenn ihr die Spiele nicht habt, ist nicht schlimm. Ihr könnt einfach reinkommen zum Schwätzen. Oder wir spielen dann irgendwelche Browser-Games oder was weiß ich. Es wird auf jeden Fall richtig fett. Ich freue mich schon drauf. Ich werde natürlich auch ein gutes Stück davon aufnehmen. Achso, um 20 Uhr geht's übrigens los, ne? Am Dienstag. Habe ich das gesagt oder habe ich 18 Uhr gesagt? Komm, mach 20 Uhr draus. Wenn wir wieder bis um 7 zocken oder sowas, also fast 12 Stunden, dann kann ich das nicht alles aufnehmen. Ich nehme meistens so eine Stunde oder zwei auf. Vielleicht, das sage ich jetzt einfach mal nur so für mich, vielleicht kann man ja irgendwann bei 4Players auch sowas drehen mit einem Game-Server. Aber da muss ich erstmal noch ein bisschen größer werden, dass ich das auch für die 4Players lohnt, aber da habe ich jetzt noch gar nichts in die Richtung gesagt, das ist jetzt nur Spekulation von mir, da kann man dann vielleicht was machen, Game-Server-mäßig, ne, dass wir so ein 24-7-Server, keine Ahnung, Counter-Strike, Minecraft, irgendwas, was man halt so, wo man so als Community drauf kann und weitermachen kann oder einfach spielen kann, was sich halt lohnt, da könnt ihr vielleicht jetzt schon hier mal ein paar Beispiele bringen, welche Spiele dafür in Frage kommen würden. Vielen Dank an euch, 4Players, für die kostenlosen Slots. Beide Daumen nach oben, Leute, falls ihr Server braucht, Teamspeak oder Gameserver, völlig egal, schaut bei ihnen vorbei. Super Dinger, läuft alles super stabil. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich werde jetzt noch den Guschel suchen und ihm richtig in den Endsinne die Löffel klatsche. Ich dachte, der ist bei der Bundeswehr jetzt. Jo, der wurde gestern eingezogen, jetzt ist er auf einmal wieder hier. Was ist da los? Ich suche ihn jetzt, machen fertig. Alle hopp dann, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.